Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Mary Giano und heute zeige ich euch, wie ihr Bilder, Fotos nachhäkeln könnt. Und das Ganze mache ich mit einer App, die stelle ich euch gleich vor. Ich sage euch oder zeige euch, wie das Ganze so funktioniert. Wir häkeln dann auch noch ein Stück, damit ihr auch gucken könnt, wie das so gemacht wird. Ihr habt ja eben schon gesehen, ich habe ein Bild gehäkelt, beziehungsweise zwei, denn das sind zwei und das erste zeige ich euch. Das ist einmal dieses hier. Das kann man entweder ja, so aufhängen oder aber auch so. Damit will ich euch einfach nur sagen und zeigen, dass beide Seiten eigentlich gleich schön sind und man kann beides verwenden. Ich habe erstmal das gehäkelt und wusste erst gar nicht, was ich damit mache. Also doch, ich wusste, mir war schon bewusst, dass ich das gerne aufhängen möchte und das auch einrahmen möchte. Nur ja, kam danach erst die Idee, dass ich noch ein zweites häkle von mir und diese dann zusammentue und das dann in den Bilderrahmen. Nur ist halt dieses hier wirklich dann zu groß geraten und habe dann noch dazu mich selbst gehäkelt, auch wieder von einem Bild und das dann einfach etwas schmaler, dennoch so, dass es dann auf dem Bild gut ausschaut. Und so sieht dieses aus, es ist genauso lang, nur eben was schmaler und so sieht es einmal von vorne aus oder auch von hinten. Wie gesagt, man kann beide Seiten nehmen, das ist wirklich egal. Und jetzt kommen wir erstmal zur Wolle oder zum Garn. Ich habe jetzt hier solches verwendet und mit der Nadel 1,5. Wichtig ist, dass die Häkelnadel passend zu der Wolle ist, weil wenn die zu groß ist, dann wird das Ganze zu locker und man bekommt Löcher und wenn es zu klein ist, dann ist es halt kein schönes Arbeiten und ja, deswegen, es steht ja immer drauf, welche Nadel dazu passt und ja, dann kann man eigentlich auch nichts falsch machen. Ich habe jetzt hier halt so ein etwas festeres Garn. Und wenn man zum Beispiel jetzt Wolle nehmen würde, eine dickere Wolle, dann könnte man aus diesem Bilderrahmen, den ich jetzt gemacht habe, zum Beispiel eine Tagesdecke machen. Und das klappt auch gut und sieht auch sehr schön aus. Das wird auch mein nächstes Projekt. Genau, dann dazu zu der Wolle und der Nadel. Wir werden gleich anhand von diesem Bild mal eine Reihe, ich habe jetzt hier schon angefangen, das ist aber nicht schlimm, anhand von diesem Bild eine Reihe mal zusammenhäkeln nach App und dann könnt ihr mal sehen, wie ich das so mache. Und ihr seht ja schon, dass hier die Wolle schon dran ist. Ja, eigentlich werden nur feste Maschen gemacht und auch also komplett von Anfang bis zum Ende, keine Zunahmen, keinen Abnahmen, nichts. Also das ist eigentlich jetzt nicht schwierig, nur man muss da halt wirklich aufpassen, dass man da jetzt nicht eine Masche zu viel macht oder dass man am Ende vergisst, die Luftmasche zu machen. Das zeige ich aber euch gleich alles Schritt für Schritt. Die App, die ich dazu benutzt habe, heißt Voltasia. Diese habe ich jetzt auf meinem Huawei kostenlos runterladen können. Habe aber auch schon gesehen, das ist zum Beispiel auf meinem iPhone kostet das dann was. Ich meine 6,99 Euro, meine ich gesehen zu haben. Ja, aber da gibt es auch noch andere Apps, die ja fast genauso gut sind, sage ich mal. Und mit dieser arbeiten wir heute und ich zeige euch jetzt wirklich hier nochmal Schritt für Schritt, wie wir das Ganze machen. Also zuerst gehen wir auf neues Projekt, dann kommen vier Anzeigen. Einmal können wir häkeln, stricken, malen oder anderes eingeben oder anklicken. Dann wählen wir das Bild aus. Wenn wir das Bild ausgewählt haben, können wir Format, die Maschenproben sowie auch die Farben auswählen. Bei Farben, da klicke ich immer auf Pixel, Graustufen. Das sind so die Farben, die mir gefallen, womit ich halt gut arbeiten kann und es ein schönes Ergebnis bei rauskommt. Ihr könnt natürlich auch alle anderen auswählen, aber wir nehmen jetzt mal diese und damit werden wir arbeiten. Das ist auch das, womit ich halt hier bei meinem Bild gearbeitet habe und deswegen nehmen wir mal die graue Stufen.
So, jetzt markieren wir in der Skala die Farben, die wir wirklich tatsächlich haben wollen. Und jetzt seht ihr auch schon, wie die Farben sich verändern im Bild. So, nun sieht das gewünschte Bild jetzt so aus. Und unten in der Palette, da könnt ihr nochmal schauen, welche Farben alle aufgelistet sind und wie viel Prozent davon benötigt werden. Diese kann man dann eben genauso nachkaufen. Dann klicken wir oben auf Anfangen und wir beginnen mit der Farbe Silber an. Diese App zeigt ganz genau an, wie viele Maschen jetzt von Silber gehäkelt werden, wie viele Maschen von so und so, welche Farbe wie viel gehäkelt wird. Also eigentlich zeigt die alles an. Man braucht da, also man kann da eigentlich nicht viel falsch machen. Und das werde ich jetzt euch anhand von meinem Bild machen. Ja, wie wir hier die eine Reihe mal zusammen häkeln. Da wird ihr sehen, dass das Ganze recht ja, gut beschrieben ist und dass man das echt so hinbekommt wie hier auf dem Bild. Ich finde das einfach so krass und das schafft ihr auf jeden Fall auch. Ja, jetzt zeige ich euch die ganzen Schritte. Viel Spaß mit dem Video. Wenn ihr da noch irgendwie Fragen habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare oder über Instagram. Da kann man halt viel besser kommunizieren. Und ja, dann legen wir los. So, die Farbe, die wir jetzt benötigen, ist ja dieses Metallgrau. Das ist jetzt bei mir hier dieses hellere Grau. Dieses Grüne nehmen wir mit, das legen wir uns hier einfach drauf. Und jetzt müssen wir, genauso auch wie hier diese kurze, den legen wir auch drauf. Und weil der ist ja jetzt sowieso kurz, man könnte dann einen neuen Faden nehmen, aber den werden wir jetzt hier auch nicht brauchen. Deswegen legen wir den einfach nur drauf. Und jetzt häkeln wir 11 feste Maschen. Also wir gehen hier in unsere erste rein. Den kurzen immer schön nachziehen, das könnt ihr aber auch gleich. Holen den Faden hier oben und ziehen den einmal durch. Dann haben wir unsere erste und das machen wir jetzt 11 Mal. Also einmal haben wir 2. Drei, zehn, elf. So, da haben wir unsere 11. Wenn ihr euch da unsicher seid, dann zählt ihr ja auch noch mal. Dann kann man da auch nichts verkehrt machen. Wenn wir das jetzt haben, jetzt kommen 6 Dunkel-Oliv. Das ist jetzt hier dieses. Jetzt tauschen wir einfach mal. Und dann müsst ihr immer auf der zweiten Reihe schauen, ob denn dieses helle Graue noch benötigt wird auf dieser Reihe. Wenn ja, dann kann ich mit dieser weiter häkeln, also ne, nur drauflegen und sie wird weiter mitgeschleppt sozusagen. Und wenn man die nicht braucht, dann lässt man die Schnur einfach da auf der Seite und man häkelt ganz normal so weiter. So, da aber Grau nochmal vorkommt, legen wir den also auf unseren Maschen drauf und häkeln jetzt ganz normal weiter, wie eben auch. Allerdings jetzt nur 6 Maschen. Also mit dem Dunkelgrün 1, 2. Was ich immer gerne mache, ich ziehe den Faden, den wir eben benutzt haben, ein bisschen raus. So wird er hier nicht zu locker und passt sich an den anderen 2 oder an den anderen allen an. So, wir haben 2, dann 3. 6. So, das waren jetzt 6. Und jetzt brauchen wir einmal Metallgrau, also wieder unser helles Grau. Davon machen wir allerdings nur einen. Und die grüne legen wir wieder da auf unseren Maschen. Also nur einen. Dann brauchen wir einmal Merkur. Das ist bei mir hier diese hellere Farbe.
Und die habe ich hier schon rausgelegt von der anderen Reihe davor. Da legen wir diese zwei, die wir jetzt nicht brauchen, einfach auf unserem Maschen drauf. Und von diesem hellen brauchen wir nur eine. Da müsst ihr immer genau gucken, wo ihr jetzt reinsticht. Also da müssen wir rein. Wir holen den Faden und machen eine feste Masche. Wenn wir das haben, der nächste Schritt ist dreimal metallgrau. Das heißt, das ist hier dieser Faden, wie dieses hellere. Die anderen zwei legen wir uns da drauf. Ich sehe gerade, in dieser Reihe werden wir gar nicht mehr dieses Merkur benötigen. Dann legen wir das mal erstmal auf Seite. Ne, dieses hellere, das brauchen wir jetzt nicht, das legen wir auf Seite und wir häkeln nur mit diesen beiden weiter. Also kommt jetzt einmal, nee, dreimal hellgrau. Wir legen dieses dunkle, was wir nicht brauchen, wieder auf unseren Maschen drauf und wir häkeln mit dem helleren. Da ist unsere Masche, wo wir rein müssen und wir häkeln. Eins. Zwei, drei. So, wenn ihr das habt, dann kommt in der nächsten viermal Dunkel-Oliv. Das heißt, wir tauschen die zwei wieder und häkeln viermal dieses Dunkelgrün. Also eins, zwei, drei und vier. So, wenn wir das haben, einmal metallgrau. Wir wechseln wieder und häkeln einmal dieses Grau. Dann kommt zweimal Dunkeloliv. Wir wechseln wieder und häkeln zweimal Dunkeloliv. Einmal und zweimal. Dann wechseln wir schon wieder und machen einmal grau, das Metallgrau einmal. Dann wechseln wir schon wieder und machen dreimal Oliv. Eins, zwei. So, dann kommt die Farbe Schwarz, zweimal Schwarz. Da ist auch unser Schwarzer wieder. Wir nehmen die zwei, die wir jetzt gerade nicht brauchen, legen die auf unsere Maschen drauf, gehen in unsere nächste Masche rein. Das ist hier die und machen jetzt zwei Schwarze. Einmal. Und zweimal. Das Schwarz brauchen wir nicht mehr. Das entnehmen wir hier und legen das einfach nach rechts auf die Seite. Das nächste, was sind die nächste Farbe? Dunkeloliv, sechsmal. Das Graue legen wir wieder auf unsere Maschen drauf. So, und wir häkeln sechsmal Dunkeloliv. So, wir gehen einmal da durch. Einmal, zweimal, auch am schwarzen ziehe ich noch mal dran. So, und weiter. Sechs. So, es ist ja immer dasselbe eigentlich, nur zeige ich euch gleich am Ende, was ihr da beachten müsst. Also jetzt kommt 15 mal Metallgrau. 15 mal. Das machen wir jetzt. So, und jetzt haben wir die 15 und jetzt kommen noch viermal Dunkel-Oliv. Da wechseln wir die Farbe wieder
und häkel nochmal 4. 1, 2, 3, 4. Und jetzt kommt das, was ich euch zeigen wollte. Die Schnur ist jetzt aber auch hier schon zu Ende. Ich hoffe, das reicht noch, um zu zeigen. Und zwar, wenn wir am Ende sind, machen wir eine Luftmasche. Ja, eine weitere Luftmasche. Wir drehen das Bild und es wird wieder nach Vorgabe gehäkelt. Allerdings fangen wir hier. Moment, so, damit ich euch das mal zeigen kann. So, das ist die Luftmasche, die wir eben zusätzlich gemacht haben. Wir stechen nicht hier ein, also das ist nicht unsere erste, sondern die daneben, ja? Also wir stechen hier ein und das wird dann unsere erste Masche. Den legen wir wieder drauf und dann häkeln wir hier mit weiter. Wir ziehen den Faden, holen den uns von oben und so weiter. Meine Schnur endet jetzt hier. Wenn meine Schnur endet, so wie eben hier auch, das war hier dieses hellere, dann kann man einfach auch eine, also man beginnt einfach mit einer neue, man legt die einfach dazwischen, man fängt an zu häkeln und man nimmt sie einfach mit, bis die wieder komplett mit eingehäkelt ist. Ich hoffe, ihr habt das verstanden und ja, das macht so eigentlich viel Spaß. Man vergleicht das mal mit dem Bild, ob das denn stimmt. Und ja, wie gesagt, wichtig ist auf jeden Fall, dass man an den Enden immer jedes Mal diese Luftmasche macht und dass man dann nicht mit der ersten Masche beginnt, sondern mit der zweiten. Und jetzt wollt ihr bestimmt wissen, wie lange ich für so ein Bild brauche. Heute ist Tag 10. Ich mache jeden Tag ein bisschen und ja, jeden Tag, weiß ich nicht, so ein Stück. Manchmal so, manchmal so. Und heute ist Tag 10. Das Ding ist fast fertig. Und ja, das wird heute auch auf jeden Fall fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.